Willkommen zurück bei Wolfbeit.lp mit Zero und mir. Guten Tag. Nach wie vor. Was heißt nach wie vor? Ist es ein neuer Tag? Ja, neuer Tag, aber für uns ist es immer noch dieselbe Aufnahme. Für uns ist Session. Es immer noch eine Session. Ja, das stimmt. Wir nehmen jetzt schon viele Parts am Stück auf. Jo, umso mehr, umso besser. Ja, dann kann ich im Notfall auch mal zwei pro Tag hochladen. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Noch eine lustige Sache. Immer wenn ich Nugget bei dem Spiel da gelesen habe, habe ich an Nougat gedacht und, und dann immer automatisch an Nutella. Und dann hatte ich immer Lust auf Nutella-Brot. Und da ist ein spezial entwickeltes Pokémon. Ist ja schon gut. Ich habe verstanden, dass Duflor und die Vorentwicklung von Dingslor ist. Giflor. Und das macht unserem Walter hier mächtig Probleme. Ach was, das geht doch. Walter hat sich gleich eingebürgert. Walter ist schon mein jetzt Krabbi. Ein Klassiker. Los, Walter, Drachenwut. Kingler ist ja eigentlich auch ganz cool. Ja, aber der hat so eine Minischere und eine große. Das ist asymmetrisch. Das ist der King, Lea. Bolzer besiegt Elite-Trainer. Wow, du bist gut. Ja, wir sind gut. So, Ariel muss mal wieder trainieren. Ariel, es sollte ja eigentlich Ariel heißen, nicht Ariel. Es tut mir leid, Leute. Ist doch egal, Ariel, Ariel, Alejandro, ist doch alles dasselbe. Ich bin Nummer 2. Nun wird es ernst. Nummer 2. War das nicht das große Geschäft? Was, Nummer 2, das große Geschäft? Ja. Moment, so bei den Supermärkten. Nee, das sagt man doch so. Echt? Ja. Also, Stuhlgang. Ich dachte Nummer 15. Nein, 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 Nummer 2. In Supermärkten sagen die immer 15, oder? Doch nicht für Stuhlgang. Doch. Die haben für alles einen Code, sogar wenn die mal auf Toilette müssen. Das habe ich nämlich neulich auch erst in. Das habe ich neulich erst in Rewe erlebt. Echt? Da hat jemand durchgesagt, ja, hat eine Kassiererin durch die Lautsprecher gesagt, ich gehe mal 15. Für Stuhlgang. Ja, die Kassierer und so haben da in Supermärkten so für jeden Scheiß so einen Code. Ha, jeden Scheiß. Ja, ein Code, ha. Also ich glaube, Ariel wird es nicht mehr so lange machen. Kriegt immer ziemlich auf das Met und dann muss Mutti wieder klären. Aber Mutti kann ja klären, Mutti ist gut. Ah, Mutti hat's drauf. Mutti ist die Legende der Welt. Uns wurde schon angemerkt, ob wir einen Ödipus-Komplex haben. Haben wir nicht. Warum? Weil wir nicht auf unsere Mütter stehen, wir stehen nur auf diese Mutti. Na gut. So, und ich gehe jetzt erstmal Ariel heilen, die muss ein bisschen. Das Waschmittel muss mal wieder aufgeschäumt werden. Wusstest du, dass Ash im Anime in ein Pokémon verwandelt wurde? Ja. Echt? Ja. Folge habe ich nie gesehen. Das waren mehrere Folgen. Habe ich diese Folgen halt nie gesehen. Und was ist mit Pikachu da passiert? Das waren zwei Pikachus dann. Achso, okay, der hat nicht die Körper getauscht, der hat nur, okay, verstehe. Richtig. Wusstest du, dass Misty mal von Garados gefressen wurde? Beinahe. Nein, das wusste ich nicht. Ja, das ist komisch. Hier kommt Nummer 3. Ich mach dir das Leben schwer. Kumpel, das machst du schon mit deiner bloßen Anwesenheit, Direktor. Der Direktor. Ist immer so direkt. Und er hat einen Glumanda dabei. Oh, der Sprite von Glumanda finde ich eigentlich ganz gut. Das gefällt mir. Dann setzen wir ihn mal unter Wasser. Das funktioniert wohl nicht. War doch irgendwie klar. Er benutzt Schärfer. Damit er mit seinem Schwanz wedeln kann. Dann wäre er so gut wie Glutexo. Und jetzt fuchtelt er damit so rum. Gut wie ich. Guck, er fuchtelt schon damit rum. Genauso wie ich. Du auch.
Ja, gerade eben. Im Let's Play. Ja, klar, sieht doch eh niemand. Das stimmt. Ist ja nicht so, dass ich deine Cam aufnehme oder so. Ja. Snowbilly Cat. Das kommt mir irgendwie voll groß vor. Ja, das sieht auch extrem groß aus. Und es kann Krabbenhammer. Und es ist vom Typ Geist oder so. Auf jeden Fall funktioniert die Normalattacke nicht. Sie hat ja Sprechen verlernt und dafür jetzt Alltag vergessen. Hast du gerade gesagt, Sprechen verlernt? Nein, ich meinte Sprechen gelernt. Ja, ich weiß. Wie doof muss man sein? Hätte er nicht eine andere Attacke dafür vergessen können? Zum Beispiel? Zum Beispiel Kratzer? Ja, mit Zahltag kann man Geld machen. Ich glaube, das war's. Aha, Feuersturm. Ariel, nein! Nein! Wir verlieren einen Pokémon nach dem anderen. Wie kann das auch Feuersturm? Falter, töte es! Töte es und alle Nachkommen von ihm! Okay, ganz ruhig. Jetzt kommt erstmal Onix, das, wie wir wissen, nicht die Weiterentwicklung von Kleinstern ist. Töte auch es! Töte sie alle! Rache für Ariel! Ach je. Das arme Waschmittel. Ich werde dich vermissen, Ariel. Gut, dann auf die Bank mit ihm. Ach ja, Arien. Weißt du noch, gefangen im Vertania-Wald? Ja. Klein und schutzlos. Ja, und dann haben wir es trainiert. Und ihm Wäsche zum Waschen gegeben. Ja, und es ist doch inzwischen schon ein etabliertes Mitglied des Teams gewesen. Und es tut mir wirklich leid, dass es jetzt weg ist. Tja. Pokémons kommen und Pokémons gehen. Aber wir werden trotzdem standhaft weitermachen. Wir werden weitermachen. Ariel hätte es nicht anders gewollt. Genau. Wie konnte es nur sterben, bevor es meine Wäsche fertig hatte? Kauf dir eine Waschmaschine. Niemals. So, und dafür musst du jetzt auch sterben. Ich bin Nummer 4. Bist du müde? Nein, ich werde langsam aggressiv. Ihr habt Ariel getötet. Ein Rasach. Auch So, Chef, cool. deinem Affen hau ich jetzt direkt ins Gesicht. So, Mega-Hieb. Will der Solarstrahl einsetzen oder was? Nein, der duckt sich, der will Schädelwurm aber nutzen. Oh. Soll er doch. Das hält Bock aus. Enki und Rasaf sollen doch den Affen darstellen, oder? Ja. Weil die so komisch fellmäßig sind. Der hat Rasierblatt ausgesetzt. Rasierblatt und Genie. Ja, das sind halt haarige Affen. Er hat Rasierblatt ausgesetzt. Also, er hat Aussetzer auf Rasierblatt. Dragonier, So. nicht euer Ernst, oder? Doch. Ach, Bock hat ja. Ach so, Quatsch, das ist ja gar kein Drache mehr. Ha. Oh, Stampfer. Womit? Du hast keine Mit dem Füße. Schwanz. Wedelt er auch damit rum? Warum machen die das alle? Sollte ich erregen? Oh ja. Das macht mich ja auch unglaublich heiß hier. Siehst du? Der mit seiner großen Schlange. Und hat keine Wirkung. Und so langsam wird es wirklich knapp. Jetzt müssen wir das langsam umhauen. Sehr gut, Bock. Nun weiter so. Ich hab verloren. Ja, hast du. Ha. Lusche. So, dann wird Mutti jetzt den letzten Trainer erledigen. Ich bin Nummer 5. Dich mache ich platt. Wie eine Flamme. Wir machen dich platt, mein Freund. Was bist denn du für einer? Einer der Top 4 mit seinem Gengar. Oha. Vorhin hatten wir noch die Rede davon. Und jetzt ist es da. Gleich nicht Mit mehr. dem breiten Grinsen.
nutzt einen Windstoß. Es macht mächtig viel Wind um nichts, aber es kriegt jetzt erstmal eins mitten in das Gesicht und dann ist es tot und dann ist fertig und. Wuhu! Juhu! Gut gemacht, Mutti. Wir machen sogar schon die Top 4 fertig. Erwartet uns wahrscheinlich auf dem Weg dann zum Champ, erwarten uns dann Camper. So, den darfst du mal wieder. Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Bolzer erhält einen Nugget. Nougat. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon. Werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich will. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Ich will's doch gar nicht ablehnen. Sag mal, bist du taub? Hat er abgelehnt. Vor allem, wer gibt schon so offen zu, dass er die Pokémons für teuflische Zwecke benutzen? Weiß ich nicht, aber der Domina hau ich jetzt erstmal zurück. Also ich meine, mich einfach Fischer anzugreifen, nachdem ich zugesagt habe. Das ist die Aufnahmeprüfung. Tja, der kriegt jetzt erstmal seinen Starmie um die Ohren gehauen. Wir klauen dem auch den Edelstein. Oh ja. Der komprimiert sich schon wieder. Naja, dann zieht der Schlag wenigstens besser durch. Noch komprimierter. Mist, jetzt treffe ich ihn nicht mehr. Und noch komprimierter. Nein, er badet im Sonnenlicht. Oh, dann kommt jetzt gleich Solarstrahl. Ich tausche mal lieber gegen... Ja, ich habe jetzt kein Pflanzen-Pokémon. Oder? Walter? War Walter ein Pflanze? Ne, ein Käfer. Käfer, Psycho. War Bock nicht Pflanze? Was ist das jetzt schon wieder für ein scheiß Grafikbug? Wir haben jetzt den komprimierten. Und da oben ist Glutex scheinbar. In Einzelteilen. Aber warum ist bei uns das viel komprimiert? Ich weiß es nicht, aber immerhin treffen wir jetzt wieder. Nein. Es komprimiert sich schon wieder. Und jetzt hat er dann 2 komprimierte. Sieht auch lustig aus. Rauchwolke. Ich glaube, ich sollte lieber mal austauschen. Komm zurück, Komprimator. Los, Frank. Es ist spannend. So, Frank, Hyperzahn. Beiden Kontrahenten schenken sich nichts. Zeigt keine Wirkung. Ist das schon ein Geist? Scheint so. Vergessen immer wieder die Typen. Tja. So. Egal, wir schaffen es auf jeden Fall. Die Drachenwut unseres mächtigen Wasserdrachen. Vogel. Vieh. Ja, irgendwie so. Was auch immer. Früher dachte ich ja auch, dass Wasser und Eis dasselbe wären. Also von Pokémon-Typ her. Bei deinen Können würdest du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Ich werd der Boss. Oder so. Das Schöne ist, wir dürfen uns verprügeln lassen. Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras heraus beobachtet. Ja und? Was willst du mir jetzt damit sagen, Elite 4, da Top 4? Weißt ja! Der hat ein Mew, ist ja geil. Sag mal! Alter, scheiße. Ich verwirre das Vieh, bevor mir das hier noch irgendwie gefährlich wird. Der da ein Mew, ist ja Hammer. Mit Megasauger. Ja, super, wir sind Wasser-Pokémon. Wie kann man eigentlich Mew in den richtigen fangen? Nur durch einen Bug oder durch so ein Event, was es natürlich jetzt nicht mehr gibt. Echt? Sonst kann man es nie fangen? Ja. Ist ja mies. Aber durch die Verwirrung hat sich's jetzt umgebracht. Und ein Tentacher. Also, merkt ihr so diesen Unterschied zwischen den Stärken? Ja. Mew, das Legendäre der legendären Pokémon. Das Pokémon, das niemand besitzt. Und Tentacher. Das Zubat der Meere. Das Zubat der Meere, auch geil. Hieß doch so. Was ist dann Kapado?
Das Arschloch der Meere. So. Tja, der Ich habe Podcast wohl doch allerdings nichts gut. gesehen. Nein, hast du nicht. Du hast nichts gesehen. Alter, wo hat der das Mew her? Aber siehst du, jetzt haben wir unser erstes Legendäres getroffen. Ja, und hier dürfen wir noch ein Pokémon fangen. Kein Tentakel. Dürfen wir da wirklich eins fangen? Ja, dürfen wir. Okay. Ups. Oh, was ein Missgeschick. Das war jetzt wirklich ein Versehen. Natürlich. Wetten, jetzt kommt Mew? Oh ja. Du! Jogon. Nix da. Ja. Ich glaube, ich gehe erstmal ins Pokémon. Wir dürfen, o es gibt oben noch eine Stelle, auf der wir sogar nochmal fangen dürfen. Weil das wieder eine Okay. andere Route ist. Weil das Gras scheint ja noch zu. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das noch zu Azuria City gehört, aber nee, das müsste Route 24 sein. Und oben gibt es nämlich ein kleines Stück, das gehört schon zu Route 25. Okay, cool. Und auf dieser Route dürfen wir das dann nämlich fangen. Und dann hoffe ich, dass da wenigstens was Anständiges bei rumkommt. Und ich weiß gar nicht, mit wem wir das bekämpfen sollen, weil unsere Pokémon, die töten die alle sofort. Hat Walter eine Attacke, die nicht sofort tötet? Ja, Glut, oder? Oder was war das? Glut, Donnerblitz, Glut. Wirbelwind. Ja, Glut ist nicht so stark. Moment. Kann ich das irgendwo nachgucken? Nee, kann ich nicht. Soll ich mal im Internet gucken? Ja, guck mal, wie stark Glut ist. Ich denke nämlich, das war ja gar nicht so stark. Ja, Hornattack ist 40 auch oder nicht. so, glaube ich. Hornattack ist auch nicht so stark. Doch, das hat 60, glaube ich. Echt? Ich glaube schon. Also Glut hat 40 an Stärke, Genauigkeit 100. Und Hornattacke hat. Hornattacke hat 65 sogar. Und wir haben ein neues TM gefunden. Mal gucken, was wir da haben. TM aktiviert Härtner. Boah, ja, das muss doch einer lernen. Das ist doch fast schon Pflicht. Penis wird das lernen. Ja. So, auf diesem Stück dürfen wir nämlich ein Pokémon fangen. Ich bin mal gespannt, wer uns jetzt über den Weg läuft. Ui, cool, Slimer. So, wie kriegen wir das jetzt gefangen, ohne es zu töten? Einfach mal kurz, ganz leicht mit, was hat denn so? Mach mal ganz, einen ganz sanften Hyperzahn. Nee, das Hyperzahn bringt ihn um. Ich kann es mal mit Glut versuchen. Na gut, dann machen ganz sanfte Glut. Hoffen wir mal, wir töten es nicht. Hoffen wir mal, es tötet uns nicht. Wir könnten Nee. auch warten, bis es uns mit Überrolle angegriffen hat. So, ganz leicht. Ah, die Attacke ist nicht so effektiv, sehr gut. So, ein bisschen zu leicht. Willst du es töten? Nein, aber kann man sich schon mal einen Donnerblitz ranwagen? Nix da, die Attacke ist nicht sehr effektiv. Nachher machen wir eine sehr effektive Attacke und. Ach was. Ja, wenn es viel Wasser ist, dann. Dann haben wir schon wieder ein Wasser-Pokémon. Warum haben wir so viele Wasser-Pokémon? Keine Ahnung. Donnerblitz hat auch nur Stärke 95. Ja! Nein, in der sechsten Generation hat es nur noch 90. Oh, Volltreffer. Wie stark ist denn dein Donner? Donner 100 oder 120 sogar. 120 in Generation 1 bis 5 und in Generation 6 nur noch 110. So, aus Angst vor einem Volltreffer traue ich mich mal, einen Pokéball zu werfen. Mach das. Sag mir nicht, wir haben keine Pokébälle mehr. Doch da. Soll ich nochmal versuchen, es zu schwächen? Ja, vielleicht ganz sanft. Ganz sanft, sagt es gut Texo. Los, Walter, ganz sanft. Ganz sanft. Okay. Jetzt noch mal. Und jetzt mit voller Wucht den Pokéball in den Schlamm feuern.
Okay, vielleicht nochmal ganz sachte, ganz sanft Glut. Soll ich nicht warten, bis er sich ein bisschen wieder hochgeheilt hat? Nein, nein, das passt schon. Ich Ganz versuche, sanfte einmal Glut. versuche ich noch einen Pokéball. Na gut. Das ganz sanfte Glut, ganz sanft. So lieblich, so du streichelst ihn mit der Glut. Wetten, das ist Torf? Nein. Oh! Ein HP hat es noch. Gut, dann bleibst du jetzt im Pokéball, mein Freund. So, Mund auf. Juhu! Wir haben einen Slimog gefangen. Sehr schön. Wer ist denn so ein richtiger Schleimer? Schleimer, Schleimer, Ach, keine jetzt habe ich wieder Ahnung. nicht gelesen. Wir nennen das Vieh Dexter. Warum Dexter? Von Point Dexter. Ach so, ja, gute Idee. Zählt Deoxys eigentlich zu den legendären Pokémons? Ja. Echt? Es kann sich ja in drei Formen verwandeln. Jupp. So, dann gucken wir doch mal nach, was wir hier an Dexter uns zugelegt haben. Dexter ist ein Feuer-Pokémon. Okay. Und ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Scheiße, wie lange nehmen wir denn schon auf? Zu lange. Wirklich? Ich glaube schon, wir nehmen schon ziemlich lange auf. Mist. Ja, es kann Absorber, Überroller und Mega-Hieb. Und dann machen wir an dieser Stelle einen Cut. Ich gehe ins Pokémon Center. Wir sehen uns gleich wieder. Und falls das Video zu lange geworden sein sollte, habt ihr es wahrscheinlich gemerkt, dass ich einen Cut gemacht habe. Tschüss. Tschüss.